Hey Leute, willkommen zu Forager, eine Noch-Demo von einem eigentlich ganz coolen Spielchen, wo ich bereits einen Spielstand angefangen habe und ein bisschen geübt habe. Und im Endeffekt sind wir dieses kleine nette Männchen hier. Und wie ihr seht, es ist auf Englisch. Ich habe die Hoffnung, dass es dann noch, wenn es wirklich ein vollwertiges Spiel ist, im Endeffekt auf Deutsch auch noch mit rauskommt, unterstützungsmäßig. Aber was wir im Endeffekt tun sollen, ist hergehen und einfach mal ein bisschen was zusammenkloppen und ein paar Sachen sammeln. So, weil wir Materialien brauchen und das Wichtige ist, dass wir auch immer genügend zu futtern haben. Deswegen mache ich diese Büsche jetzt nicht kaputt, denn wenn uns die Energie ausgeht, dann nehmen wir Schaden. Und wenn wir keine Herzen mehr haben, dann heißt es Spiel vorbei. Dementsprechend sammeln wir jetzt erstmal was. Denn dieses Spiel es macht sehr süchtig, ich muss es gestehen. Als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich angefangen es zu spielen und ehe ich mich versah, hatte ich mehrere Stunden reingebuttert und es war bereits sehr spät. Diese kleine Demo wurde bei einem Wettbewerb für Spielentwickler gemacht. Im Endeffekt war das eine Herausforderung. Man hat 2 Wochen Zeit, einen funktionierenden Prototypen von einem Spiel zu kreieren und das Ganze wird dann bewertet. Und dieses Spiel hier, also diese kleine Demo, hat jetzt Platz 2 geschafft. Und der Macher des Spiels hat gesagt, ja, das hat mir jetzt so gut gefallen, das mache ich jetzt auch fertig. Aus dem wird mal ein vollwertiges Spiel. Yay, und unser erster Levelaufstieg. Gut, Foraging, Building, Magic. Ich werde erst einmal Sammler nehmen. Dadurch kriege ich mehr Beeren, Pilze und Früchte. Und das Coole ist, gedrückt halten. Und damit schaltet man immer mehr Fähigkeiten frei. Man kann sich auch kurz anschauen, was es alles gibt, eine Erklärung dazu und wie weit es schon in dem Spiel eigentlich existent ist. Ich finde es sehr schön gemacht. So, mit E, wenn wir auf E drücken, können wir jetzt halt ein paar Sachen auswählen. Zum Beispiel können wir Land kaufen, was unser nächstes Ziel ist, dass unsere Insel ein bisschen größer wird. Aber wir haben im Moment kein Geld. Dementsprechend. Ausrüstung. Ah, okay, da kommen wir in die Fähigkeiten rein. Auf das drücke ich normalerweise nie. Für mich ist meistens Land kaufen und etwas bauen wichtig. Genau, und hier haben wir alle Sachen, die man im Moment bauen könnte. Man muss sie allerdings auch freischalten. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal einen Ofen zum Schmelzen von Metallen, die wir gefunden haben. So, ich glaube, den setze ich mal hier hin. Und jetzt können wir unseren kleinen Hammer benutzen. Dink! Sehr schön. Genau, so. Jetzt sind wir auf dem Ofen. Natürlich brauchen wir Kohle für den Ofen. So, jetzt hat man die Möglichkeit, entweder mit Shift kann man die Hälfte von seinem Inventar verballern und mit Shift kann man alles, was man in seinem Inventar an Holz hat, da reinstecken. Und mit Krittel? Ich glaube, das heißt Krittel. Ja, mit der Großschreibtaste kann man die Hälfte hernehmen. Ich werde jetzt erstmal die Hälfte nur verwenden. Und das Schöne ist, man muss nicht mal hinlaufen, um das Zeug aufzuheben. Solange man mit der Maus dann darüber wedelt, kommt es zu einem geflogen. Flip. Genau. Und wir brauchen natürlich sofort wieder mehr Holz. Das Einzige, was ist, man kann nicht aus der Distanz irgendwelche Bäume runterhauen. Man kann nur Gegenstände aufsammeln. Oh hey, unser erstes Goldvorkommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das Gute ist, man muss sich keine Gedanken machen darum, wenn man versehentlich alle Bäumchen abgeholzt hat,
Das Zeug wächst nach. Es kann nur sein, dass es etwas länger dauert. So, okay. Den haben wir. Hier hätten wir nochmal Platz für eine weitere. Für einen weiteren. Ja, bauen wir noch ein weiteres Teilchen. Okay. Während unser. Ups. So. Ja, machen wir mal alles Eisen, was wir haben. Und während unser kleiner Ofen rechts noch ein bisschen Kohle ausspuckt, kann der linke schon mal anfangen. So, einfach draufklicken, dann ploppt auf, was es herstellen kann. Dann würde ich sagen, die Hälfte davon machen wir zu Steinen. Oh, ja, wenn ich noch Kohle hätte. Okay. Böp, böp. So. Mampf, Rechtsklick ist für Futter. Ha, lecker! Ah, wunderschön. Da ploppen die ersten Kohlevorräte auf. Die ersten Kohlelager. Und das Coole ist, es ist manchmal nicht so leicht zu erkennen, was man machen muss, damit dann die nächste Fähigkeit aufploppt. Also muss man hier sich einfach mal fleißig rumexperimentieren, auch ein paar Sachen machen, wo man sagt, wozu brauche ich das eigentlich? Ist eigentlich überflüssig. So, der ist fertig. Dann machen wir nochmal ein paar Steinchen. Jetzt 6 Stück, sehr schön. Na, dann warten wir jetzt noch ein bisschen hier. Ich werde auf jeden Fall einen Link für die Demo und einen Link für die Wunschliste auf Steam in der Beschreibung unten hinterlassen. Das heißt, falls ihr es mal für euch selber ausprobieren wollt, könnt ihr das dann gerne tun. Vielleicht auch den Macher des Spiels finanziell ein bisschen unterstützen mit einer kleinen Spende. Nur wenn ihr wollt natürlich. Es ist kostenlos, die Demo. Alles auf freiwilligen Basis. Und soweit ich das richtig gesehen habe, ist das fertiges Spiel dann für Herbst diesen Jahres bereits angedacht. Das heißt, ihr kommt dann sehr, 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 sehr schnell in den Genuss von einem coolen Spiel. So, machen wir noch ein bisschen mehr davon. Und ich muss sagen, dieses Spiel wird nicht langweilig, wenn man es spielt, weil es gibt immer was zu tun, immer neue Sachen, die man braucht, immer weitere Sachen, die man herausprobieren möchte und immer weitere Inseln zu kaufen, weil Im Moment sind sie billig. Im Moment sind sie super billig. Und mit jedem Haus, mit jeder Insel, die man dazu kauft, wird das Ganze teurer. Das bedeutet, man kann sich nach einer Zeit ziemlich viel anstrengen, dass man dann vielleicht mal was kriegt. So. Gut, das haben wir. Jetzt brauchen wir. Ja, wir können das inzwischen bauen. Sehr schön. Ja, setzen wir es hier hin. Yeah, jetzt können wir auch unser Gold schmelzen scheinbar. Wie gesagt, manche Gegenstände kann man erst freischalten, indem man hergeht und andere Sachen baut. Oder Fähigkeiten freischaltet. So, dann wollen wir mal 11 Kohle. Und du machst alles Gold, was wir haben. So. Der Grund, warum wir jetzt das Gold schmelzen oder Goldbahn bekommen haben, werde ich euch gleich zeigen, nachdem wir unser nächstes Level verbraucht haben. Mining, Building. Was war Building? Oh ja, das wollen wir am Anfang machen. Wir bekommen Erfahrung, wenn wir sie bauen. Fischen oder... Ja, Fischen. Es ist zwar bis jetzt nur teilweise implementiert, aber das ist okay. Fischfallen fangen 30% schneller Fische und ich schalte gleichzeitig die Fallen und eine Angel frei. Na dann, neue Fähigkeit. Farming kommt hinzu, Cooking kommt hinzu. Cooking wird noch cool.
denn wir müssen ja immer wieder essen und dadurch kriegen wir einen Bonus von 25%. Was nicht schlecht ist. So. Mumpf, Mumpf, Mumpf. Weil im Moment kriegen wir nicht viel für unsere kleine Beere. So, Dalle. Okay, alles, was wir in Gold haben, erst einmal in Münzen schmeißen. So. Okay, wir haben jetzt halt Stahl freigeschalten. Oh ja, und diese Früchte sind super. Die Früchte füllen mehr Energie auf. Und das ist nicht verkehrt, wenn man mal so richtig weit unten ist und keine Beerenbüsche mehr hat. Weil man sie am Anfang komplett niedergewalzt hat. So, Stahl. Ja, alles aus alles Stahl, bitte. Gut. Wir haben inzwischen wieder mehr Gold, also geben wir dem Hämmerchen ein bisschen was zu tun. Dann können wir uns jetzt bald unsere erste Insel kaufen. Und ich werde versuchen, die teuerste zuerst zu kaufen, weil die billigeren werden dann von alleine teurer. Jetzt muss ich nur kurz schauen. 21, 18, 16, ja, 21. Ich sollte ein neues Land kaufen und mich erweitern. Oh, der Baum ist im Weg. Futsch. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, mit der Zeit werden es natürlich immer mehr Inseln, immer mehr Zeug, was man bauen kann, immer mehr Sachen, mit denen man was machen kann. Und irgendwann wird dann mal der Computer etwas langsamer. Yay, die Schaufel wurde freigeschalten. Und das hat einfach den Hintergrund, dass einfach zu viel auf dem Bildschirm ist, dann sollte man ein bisschen was einsammeln. Weil einfach zu viel Zeug rumfliegt. Yay! So. Kohle. Kohle ist wichtig. Ein paar Steinchen kriegen wir auch noch. Und überall wächst was nach. So, damit sind wir hier fertig. Stahl kann ich kein weiteres mehr machen. Ich habe im Moment noch nicht sehr viel Energie zum Zuhauen. So, dann holen wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Holz. Oh, da ist ein Pilz aufgeploppt. Pilze habe ich noch nicht herausgefunden, was ich damit anstellen kann. So, das mitnehmen, das mitnehmen. Eine Schaufel. Oh, dafür brauche ich Metall. Und kein Gold. Okay. Da haben wir doch ein großes Vorkommen. Und ich sollte was essen. Immer wieder mal einen Blick auf die rechte Seite werfen. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Hop, möp, möp, möp. Beeren sind allerdings billiger, wenn man die Beerenbüsche hat. Böp, böp. Dum, 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 bum, bum. Ich bin ein fleißiges kleines Kerlchen. Und hämmer mal vor mich hin. Und ich habe festgestellt, unten die Leiste füllt sich sehr schnell. Irgendwann hat man das Problem. Man würde noch gerne so viel mehr Zeug ansammeln. Was allerdings nicht geht, weil man im Endeffekt da unten keinen Platz mehr hat. Böp. Gold! Die Musik ist super. Nicht zu aufdringlich. Gib mir das Zeug. Okay. Ja, gehen wir erstmal auf Cooking. Oder? Unlocks Cooked Meals. Und Farming. 30% mehr Resources unlocks Scythes. Ich glaube, es. Farming ist, glaube ich, auch etwas, was. Shepherdy not yet. Yet implemented in this demo, also noch nicht in der Demo enthalten. Blumen, Büsche und mehr. Zeug ploppen auf. Cooking werde ich mir als nächstes holen. Theoretisch müsste das jetzt auch die
die Windmühle freischalten, glaube ich. Oder das ploppt jetzt erst dann auf, wenn ich es geschafft habe, eine Schaufel herzustellen. So. Am Anfang geht das mit den Levels noch ganz gemütlich. Kein sehr langer Balken. So. Ah, da hämmerst... Also auf die Großen hämmert man schon ziemlich gut ein. Ich finde, die Grafik ist relativ simpel gehalten und trotzdem erkennt man immer ganz gut, was man gerade tut und was das darstellen soll. Na komm, komm, komm. Ach, die Energieleiste ist auf Null und trotzdem geht noch was. So, das ist voll. Ich habe 43 Kohle. Dann schmelzen wir mal alles an Eisen, was wir haben. Und du machst mir noch ein bisschen mehr Kohle. Bom. Ach ja. Und wie immer. Kohle. Kohle und andere Kohle. Man ist hauptsächlich hiermit drauf einhämmern beschäftigt. So. Oh, oh. Futtern, 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 futtern. Wie bei Muttern. Futtern, futtern. Yummy. Und da gehen fast alle Bären dahin. Sehr angenehm, wenn man nicht jedes Mal hinlaufen muss. Gib mir eine Orange. Danke. So. Blümp. Gut. Holz, Holz, Holz. So. Oh. Und da fällt mir gerade auf, wir sind inzwischen schon doch ziemlich wohlhabend für den Anfang. Oder auch nicht. 64. 56, 84. Ja, okay, dann nehmen wir die 64. Baum, du bist im Weg. Und ich bin zu faul, außen rum zu laufen. Aus dem Weg, Kohle. Ich nehme den Weg des größten Widerstandes. Böp. So. Ah. Goldhammer, goldene Schaufel und goldene Axt. Spitzhacke. Und eine Schatzkiste. Okay. Das heißt, wir machen keine normale Schaufel, sondern gleich eine Goldschaufel. Was bedeutet, ich habe jetzt gerade umsonst wahrscheinlich meine ganze Eisenproduktion hier reingejagt. Und natürlich brauchen wir noch einen Schlüssel. Wie man sieht, es gibt wirklich immer irgendwas zu tun. Immer ein neues Ziel, das gerade aufploppt. Das erinnert mich daran. Ich habe eigentlich Fische freigeschalten, richtig? Ja, da ist es. Okay. Fisch. Ups. Na, habe ich vergessen jetzt zu drücken. Weil man kann nämlich, wenn man gedrückt hält, genau. Wenn ich Shift gedrückt halte, dann kann ich gleich ein weiteres bauen, wenn man mehrere Sachen bauen möchte. So. Mompf, 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 Mompf. Gut, die brauchen, weil ich ein bisschen anfangen, tatsächlich Fische zu produzieren. Oder irgendwelches anderes Zeug. Mehr Kohle! Wir brauchen es. Oh, Gold ist super. Und tschüpp. Okay. Ich glaube, die Pilze kann man auch essen. Für was anderes sind sie jetzt, glaube ich, im Moment nicht wirklich gut. Ja, keine schlechte Ausbeute. Immer noch mehr als Bären. Das erinnert mich. Ich könnte vielleicht... Ja, ich habe schon wieder vergessen zu drücken. Das Schlimme ist, ich erinnere mich immer genau in dem Moment daran, wenn ich bereits bestätigt habe, dass ich es da bauen will. Ah, ich habe nicht genug Holz.
Oh. Gut. Ich kann den goldenen Hammer machen. Dafür brauche ich eine Schaufel. Und dafür brauche ich noch mehr Stahl. Aber ich kann schon mal den Schlüssel bauen. Einen Schlüssel bitte. Ja, stimmt. Blümchen. Die Blumen sind auch für was gut. Alles, was hier aufploppt, ist für irgendetwas gut. Yay, neues Level. So. Dann machen wir mal Cooking. Weil ich brauche mehr Energie, wenn ich was futter. Gluttony. Ich kriege Erfahrung, wenn ich was esse. Yep, das ist wichtig. Das sind so kleine Pünktchen nebenher, die man sich gerne holt. Ah, stimmt. Nicht genug für eine weitere Falle. Na, dann hämmern wir noch ein bisschen auf das Metall ein. Hat sich das Ding wieder regeneriert? Ja, scheinbar. Das heißt, man kann nicht mal Pause machen dazwischen. Normalerweise mache ich nämlich nie eine Pause zwischen den ganzen Sachen, wenn ich irgendwas bearbeite. Das Lustige ist, man kann sich auch bewegen. Man sollte nur nicht zu weit weggehen von seinem derzeitigen Ziel. Okay, was ist zuerst zu Ende? Deine Gesundheitsleiste oder mein Hunger? Okay. Mumpf. Mumpf. Sind die Blumen essbar? Nein. Mumpf. 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 Okay. Ja, 42 Kohle und 222 Steine. Haben wir schon wieder eine ganze Menge. Ja, und hier kann man dann sein Zeug brutzeln. So, alles an Stahl, was wir haben. Ich brauche mehr Stahl. Und mehr Holz. Yay! Ah, und unser erster Fisch ist ins Netz gegangen. Okay. Pöp. So. Töp, 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 töp. Töp, 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 töp. Okay. Und wie man sieht, sind ein paar Sachen aus Stardew Valley mit dabei. Wenn ihr das Spiel kennt. So, was kann ich denn Cooles machen? Ich könnte eine Sense bauen. Was wahrscheinlich nicht verkehrt wäre, aber ich will den Stahl nicht verbraten. Ich brauche nur noch einen Stahl. Problem gelöst. Goldene Axt, bitte. Genau. Ah ja, stimmt. Und jetzt kann ich in dem Moment, für den Moment gerade nichts abbauen, weil ich erstmal warten muss, bis meine Goldaxt aufgebessert ist. Das würde ich gerne woanders hin tun. Das Lustige ist, man kann Zeug werfen und solange man nicht mit der Maus wieder drüber geht, dann holt man es auch nicht zu sich her. Okay. Damit ist meine Goldaxt jetzt wieder auf seiner richtigen Position. Oh, das geht so viel besser. Oh, es ist schön. Oh, wow. Das ist viel besser. Definitiv. Böp. Okay, mehr Stahl. Dann machen wir uns mal den Fisch. Denn Fisch bedeutet Futter. Und Futter bedeutet Fisch. Mumpf. Okay, mach mal noch einen Fischtank hier hin. Bäm, 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 bäm. Gut. So. Oh, ja. Der ist gut. Der ist definitiv gut. So. Ja, gekochtes Futter ist definitiv sinnvoll. Bäm. Okay. Ist gleich, nachdem ich ihn kaputt gemacht habe, nochmal ein weiterer aufgeploppt? Chip, chip. Blümchen. Ich habe eh schon den Slot verbraucht. Dann nehmen wir ihn mal mit. So. Was machen wir denn als nächstes?
Ja, mach mal. 23. Ja, 23 ist gut. So. Weiteres davon. Damit kann ich jetzt im Moment noch nichts anfangen, aber das ist okay. Mal schauen. Ja. So, Shift. Der Weg ist frei. ja. Und wenn man irgendwas abbricht, dann ploppen die verwendeten Materialien wieder auf. So. Böp. Und Legend of Zelda Style, wir kriegen ein neues Herz. Und dann sagt er wieder No String Found. Ich schätze mal, dass da irgendeine Musik oder sowas spielen sollte oder... Keine Ahnung. Und dann sagt er, nee, ich finde da nichts, sorry. Ich weiß nicht, was du willst. So. Dafür muss ich jetzt allerdings erstmal eine normale Schaufel bauen. Dann machen wir das. Ich dachte, man könnte diesen Ding gleich überspringen. Diesen Schritt. Aber scheinbar nicht. Schade, schade. Ich hatte es wirklich gehofft gehabt. Ups. Bäpp. Selbst die blaue Blume wird wieder pink. Ein Edelstein, ein Diamant. Etwas sehr Wertvolles. Und Level Nummer 6. So, dann holen wir uns mal Gluttony. Mumpf. Husbandry. Tiere. Schafe. Ich glaube, das muss man machen, wenn man Schafe freischalten will. Ah, genau. Wenn man eine Schaufel hat, bekommt man die Mühle. So, das heißt, ich kann das Ding jetzt gleich aufbessern. Dann machen wir das doch mal. Das ist nämlich wichtig. Ups. Njups. 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 Ah, was haben wir denn da? Yay. Mehr davon. So. Habe ich Eisen? Mach mal die Hälfte mal. Sehr schön. So, wir haben jetzt unsere Schaufel. Und damit können wir uns dann gleich über das ganze restliche Zeug hermachen. So. Ein bisschen Platz schaffen. Ich glaube, platztechnisch dürfte das noch dahin passen. Schauen wir mal. Oh, ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Natürlich brauche ich Holz. Ich war verschwenderisch. Ich gebe es dazu. Können wir schon wieder was Neues kaufen? 138. Man sieht, wie die Kosten in die Höhe schießen. Okay, 138. Es ist alles eine sehr lange Kette inzwischen an teurem Zeug. 138 wäre das nächste Ziel. Die Frage ist, ob dann gleich eine nächste Schatzkiste rauskommt oder vielleicht irgendwas anderes Cooles. Ich habe keine Goldbarren. Nun gut. Die Mühle werden wir wohl das nächste Mal bauen. Wie gesagt, der Link zu der kostenlosen Demo findet ihr unten in dem Beschreibungstext. Und ich hoffe, ihr fandet es zumindest interessant oder auch lustig und habt selbst Bock bekommen, es zu spielen, denn es ist selbst als Demo sehr, sehr, sehr suchtfaktormäßig drauf. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!